Das ist die Kühlflüssigkeit. Solange der Motor heiß ist, nicht aufschrauben. Kühlflüssigkeit minimal, maximal gucken, dann ist das passend. Da sind die Markierungen. Wenn man vom Motor das Öl messen möchte, erstmal hier ist der Öleinfüllspritzen, da füllt man nach. Das ist der Ölmessstab. Wenn man messen möchte, das Fahrzeug muss der Ebene stehen. Mindestens schon mal 10 Minuten Motor aus, diesen Messstab rausziehen und mit dem Lappen abwischen. Wieder reinstecken, neu rausziehen und das nächste Mal muss der Ölfilm hier unten zwischen minimal und maximal sein. Dann ist das okay. Echt, das nochmal? Minimal, maximal, hier zwischen. Mhm. Zwischen minimal, maximal kannst du sagen, bei diesem Motor ungefähr 1 Liter Abstand. Dann haben wir da hinten dann die Bremsflüssigkeit, minimal, maximal. Wenn man nicht regelmäßig zur Inspektion fährt, spätestens alle 2 Jahre die Flüssigkeit wechseln, weil sie sonst unbrauchbar wird. Hier haben wir die Batterie, die sind heute meistens wartungsfrei, die Batterien. Da haben wir den Zusatzsicherungskasten, da sind die Sicherungen drin, die mehr oder weniger für den Motor verwandt werden. Hier haben wir den Luftfilter, hier haben wir dann das Spritzwasser für die Scheiben. Hier ist wichtig, im Winter Frostschutzmittel mit drauf zu kippen, sonst gefriert das System. So, da das Fernlicht, hier das Standlicht und linker ist hier. Da nochmal Schlussleuchte. Das ist die Bremse, das ist die Nebelschlussleuchte. Das ist der Blinker, das ist der Rückfahrscheinwerfer. Hier unten die Kennzeichenbeleuchtung, hier oben die Zusatzbremsleuchte. Jetzt machen wir mal von heute an. Die Hupe, Blinker wird zugezogen, die Lichthupe, das Warnblinklicht, das sich oder andere gefährdet, schaltet es ein, abschleppen, Panne, Unfall, Stauviren, die Beispiele, wo du es einschalten darfst. Der runde Schalter, ein nach rechts drin ist Standlicht, mach mal. Noch ein nach rechts Abblendlicht und dann den Blinkerhebel nach vorne schieben, so. Fernlicht mit Kontrolllicht blau und Abblendlicht. Zieh mal den runden Schalter zu dir. Das ist dann die Nebelschlussleuchte mit Kontrolllicht gelb. Wieder reindrücken, auf 0 drehen. Versuch mal zu ziehen, das geht nicht. Ne? Daneben haben wir den Leuchtweitenregler. Dreh mal auf, je mehr auf Richtung 3, desto mehr im Kofferraum geladen hast. Wenn du zu viel drin hast, geht der Wagen hinten runter, geht es vorne hoch. Wir würden damit nachregeln, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Hier haben wir dann den Scheibenwischer. So ziehen wir das Spritzwasser. Geht ein paar Mal hin und her vorne, schaltet automatisch ab. Nach da drücken der hintere Wischer, drückst du mehr nach da, kommt auch hinten Spritzwasser. Ein nach unten drücken geht da vorne einmal hin und her. Ein nach oben macht das auch, aber dann auf Zeitintervall automatisch und alle paar Sekunden von selbst. Dann langsam, dann schnell Dauerstufe 3 zurück ist aus. Nach vorne drücken der hintere Wischer, drücken mehr, kommt auch hinten Spritzwasser. Heizung kalt-warm, Heizung wie schnell der Ventilator läuft, wo der Luftstrom rauskommt. Klimaanlage, auch bei nassem Wetter draußen. Die Klimaanlage zieht ja die Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum. Falls die voll beschlagen sein sollten, geht das wieder frei. Die heizbare Heckscheibe, Umluft, Heizung aus. Großinstrument, Drehzahlmesser. Großinstrument, Geschwindigkeit. Kleininstrument, Temperatur der Kühlflüssigkeit. Bei 90 Grad ist übrigens normal. Und kleine Instrument, Tankanzeige. Von unten nach oben kommen jetzt einige Kontrollleuchten. Unten kommt als erstes der Airbag an deiner Seite. Darüber, dass irgendjemand vorne nicht angeschnallt ist. Darüber der Reifenluftdruck. Darüber die elektromechanische Lenkung. Dann geht es nur ganz schwer zu lenken, weil die Servolenkung nicht dabei ist. Dann war eine gelbe Spule. Das ist das Vorglühen von Dieselmotoren. Rechts daneben die Motorkontrollleuchte. Rechts daneben die ESP, die elektronische Stabilitätskontrolle. Elektronische Stabilitätsprogramm, so heißt das. Das ging zum sicheren Kurvendurchfahren. Nur dann deaktivieren, wenn du mal Schneeketten drauf hast. Deaktivieren über das Menü vom Autoradio. Darunter haben wir das Antiblockiersystem der Bremse. Darunter die Betriebsbremse. Und unten links das ASR, wenn man mal glatten Untergrund hat, an die Schlupfregelung. Wenn du zu viel Gas geben würdest und die Räder sich durchdrehen, das Auto würde ausbrechen. Dieses Programm verhindert das. Dann geht es weiter mit diesem Kontrolllicht hier oben. Da wäre Kontrolllicht für den Beifahrer-Airbag. Den kannst du deaktivieren. Deaktivieren, da muss ich mit dem Kugelschreiber hinzeigen. Das ist nochmal ein Schlüsselloch. Einfach Schlüssel kurz reinstecken, Zündschlüssel kurz rumdrehen. Das leuchtet dann oben auf. Wenn man also hier Kleinkinder transportiert, sollte das Ding aktiviert werden, weil sie sonst zerquetscht werden. Hier oben ist nochmal, ne? Okay, dann geht es weiter mit der Lenkung. Das Lenkspiel. Spätestens nach 2 Fingerbraddrehungen oder Lenkung muss draußen erkennbare Bewegung der Reifen erfolgen. Sonst wäre das Lenkspiel zu groß. Durchführungsphase dich draußen stellen, von draußen kontrollieren. Vorher natürlich die Scheibe runter machen. Die Fußbremse tritt mal runter. Ab 1/3 Weg nach unten Druckaufbau. Maximaler Druckaufbau bei 2/3 Weg nach unten.
geht es weiter nach unten zu treten, ist die Bremse defekt, du darfst das gar nicht losfahren. Da kann man auch die Handbremse im Stand auch lösen. Da musst du immer die Bremse, die Fußbremse erstmal treten, tritt mal die Bremse und dann kannst du lösen. Ansonsten geht das nicht. Mhm. Und wieder anziehen. Wenn man die Handbremse kontrollieren möchte, dann mache ich erstmal den Motor ganz kurz an, mache den Gang rein und ziehe erstmal die Handbremse hoch und halte sie in dieser Position fest. Merkst du also, hält, wenn ich die Kuppel kommen lasse. Bei einer herkömmlichen Handbremse mit dem Hebel auch ein Drittel hochziehen den Hebel und versuchen mit dem ersten Gang gegen die Handbremse anzufahren. Das sollte die Handbremse festhalten, dann ist sie okay. Die Reifen von Zeit zu Zeit schauen, dass sie nicht beschädigt sind, dass sie keine Risse, keine Beulen aufweisen, dass keine Schrauben oder Nägel drin stecken. Dann des Weiteren Mindestprofiltiefe 1,6 mm. Winterreifen sollte man unter 4 mm nicht mehr fahren. Im Vergleich dazu haben neue Reifen bei ca. 8 mm. Der richtige Luftdruck, der ist abhängig von der Beladung, teilbeladen oder vollbeladen. Die Werte finden wir entweder im Begleitbuch oder bei uns Fahrertür aufmachen. In der B-Säule ist ein Aufkleber, da finden wir für uns die Werte. Winterreifen 0,2 bar mehr. Viele andere Autos haben den Aufkleber, den wir in der B-Säule haben, in der Tankklappeninnenseite. Das ist erstmal alles.